Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich habe heute wieder ein ausgesprochen brisantes Video für Sie. Olaf Scholz von der SPD am 2.9. in Marburg. Ein Wahlkampf der ganz besonderen Art. Und zwar spricht Herr Scholz tatsächlich in seiner Rede von wir, die 50 Millionen Versuchskaninchen. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Es wird keinen neuen Lockdown geben müssen und wir können die Schulen im Präsenzunterricht betreiben. Das ist die Botschaft für die Zukunft. Und ich sage das auch deshalb, weil es eben schon 50 Millionen von uns sind, die sich haben impfen lassen und wahrscheinlich auch die allermeisten hier auf diesem Platz. Und deshalb nochmal diese Aussage. Das ist gut. Ich weiß schon, der eine oder die andere hat ein bisschen gewartet, ob das wohl gut ausgeht. Aber wir 50 Millionen Versuchskaninchen sagen, wir waren das gerne. Jetzt solltet ihr euch auch impfen lassen. Es ist gut für euch und es schützt die anderen in unserem Land. Und ich weiß, dass die Zeit nicht ganz einfach wird. Wir müssen noch ein bisschen was machen. Wenn wir Bahnen und Busse benutzen, dann brauchen wir Masken. Wenn wir in Restaurants gehen, dann gehen da Geimpfte rein und Genesene und Leute, die sich haben testen lassen. Aber das ist viel weniger als alles das, was wir im letzten Jahr gespürt haben. Und trotzdem sage ich, dass wir durch diese Krise gekommen sind, das hat etwas damit zu tun, dass wir ein starkes Land sind und dass wir bereit und dass wir gewillt waren, wirtschaftlich und finanziell gegenzuhalten. Wir haben am Ende so viel eingesetzt, dass Arbeitsplätze erhalten geblieben sind. Mit der Kurzarbeit haben wir Unternehmen und Arbeitsplätze geschützt und wir wachsen in Aufschwung rein. Das war richtig so. Aber wir werden, um das alles gemacht zu haben, am Ende des nächsten Jahres fast 400 Milliarden Euro neue Schulden gemacht haben. Das ist viel Geld. 400 Milliarden sind sehr viel Geld. Und deshalb sage ich an dieser Stelle, wir werden das wieder hinbekommen. So wie nach der letzten Krise, wo wir nach 2008, 2009, wo auch schon mal die Kurzarbeit eingesetzt wurde, von mir als Arbeitsminister auf den Weg gebracht, waren wir 10 Jahre später dabei, alle Stabilitätskriterien Europas zu erfüllen. 2019 war das soweit und wir waren wieder stark genug, das zu tun, was jetzt zu tun ist. Wir werden wieder 10 Jahre brauchen, aber mehr nicht, damit das klappt. Eins ist aber ganz, ganz klar. Wenn wir jetzt so viel Geld reingepumpt haben zur Sicherung von Arbeitsplätzen und zur Sicherung von Unternehmen, dann wird es nicht funktionieren, dass jetzt einige vorschlagen wie CDU, CSU und FDP, dass jetzt gerade die Zeit ist für Steuersenkung für Leute, die so viel verdienen wie ein Bundesminister oder gar noch viel mehr, 30 Milliarden Euro für die Leute mit den besten Einkommen als Steuersenkung. Das ist aus der Zeit gefallen. Das ist unfinanzierbar und das ist unsolidarisch. Ja, Sie haben es gehört. Wir 50 Millionen Versuchskaninchen. Ja, der ein oder andere Politiker hat erschwerte Bedingungen dieses Jahr bei seinen Wahlkampfauftritten in diversen Städten. Das Ganze wird recht häufig von Pfeifkonzerten und Sprechchören akustisch hinterlegt. Ja, und wenn Sie sich fragen sollten, woher diese 400 Milliarden Euro kommen sollen, ja, dann muss ich Ihnen sagen, schauen Sie doch mal, was die Bundesregierung und auch alles wahrscheinlich jetzt in Planung hat. Nicht umsonst wird es ein Vermögensregister geben. Ja, machen Sie sich Ihre eigenen Gedanken dazu. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und ich bedanke mich auch
fürs Teilen.